Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen wieder das vorzeitige Begräbnis. Und wir haben jetzt hier mit unserem Alchemie-Baukasten gespielt und haben jetzt erstmal Säure hergestellt. So, offensichtlich können wir da nichts mehr machen. Das ist super. Dann gürten wir mal die Säure hier über das Ding. Oh. Dann nehmen wir auf jeden Fall eine Rose erstmal weg. Und so ein abgewracktes Buch. So, hier ist unsere Planchette. Oh. Und irgendwelche Aufzeichnungen über irgendwas. Nummern, Alter und Lebensstatus. Und ich würde sagen, hier sind wir jetzt nahezu durch. Bloß das Blasrohr fehlt jetzt noch. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das müssen wir dann sehen, wie wir das kriegen. Und hier haben wir dann, soweit es geht, scheinbar auch alles durch. Ne, halt hier oben glitzert es noch, aber das scheint nichts zu bedeuten. Keine Ahnung. Wieder hier drüben. Spielen wir ein bisschen Ouija. Pass auf. Also, bewege die Planchette nach links und rechts, hierblieben, um den Namen der Verstorbenen zu bilden. Klicke mit der Lupe auf einen Buchstaben, um ihn auszuwählen. V. V. I. Wie schreibt man das? Victorine. Gibt's kein C, oder? Schreibt man das mit K. Nee, Blödsinn. Victor! Gibt's auch kein N. Victor I. Victor, Victor. Victor Io! Nee, wie heißt denn die andere? Die da so tot ist. Oh Gott, wie hieß denn die? Also, wir haben weit über die zornige Seele erfahren. Und sind sehr. Renels erste Frau, Luise. Luise. Mach das mal weg. Ich mach das weg. So, jetzt nochmal. Ich hab gerade gesehen, dass man das zurückmachen kann. Luise. Sag mir das hier, das nicht. Luise. Ihr haltet nicht Luise? Doch, das ist doch dieses Medaillon, ne? Luise? Wo steht denn das jetzt hier? Wo steht denn gerade der blöde Name? Vor. Luise? Ich muss noch mal gucken, ob ich richtig. Geh weg, du Hilfe-Ding. Na, jetzt wird hier ein bisschen rumgefailt, ne? Also, stand hier jetzt wieder. Lu. Lu, da kommt ein U zwischen. Oh Mann. Ey. Luise, ne? Luise. Nochmal nachgucken. Ey, diese Namen, diese französischen Namen, echt. Ui. Oh, Luise, was ein Name, Mann. Luise. Wer heißt denn bitte so? L. O. U. Ise. Ise. Ise? Da, Ise. Ise. Se. Luise. Forte, ne? Nein! Oh. So, guck nochmal nachgucken. Alter, der hat mir auf den Sack. Vor! Brrr.
Bekloppte französische Namen. Lou. U. I. Se. Fore. Fore. Fu. Re. Meine Güte. Bevor dieses vorüber ist, muss vorsterben. Eine Schere. Damit können wir uns den Riemen abruppen. So, seht ihr noch irgendwas? Hier liegen jetzt Splitter. Mann, das war sehr nervenzerreißend. Hier, Schere, Schnips. Ganz vorsichtig dahin, Schnips. Gib mir den Riemen. Alles klar. Den Schleuderriemen. Dann ist hier so gesehen nichts weiter, ne? Ja, sehr gut. Wir können auch noch nach hinten gehen. Wir gucken hier nochmal einen kurzen Blick drin. Uns fehlt immer noch das blöde Blasrohr. Ich kann wieder die Kilobe nicht einfach hier in den Knochen hinpacken kann. Mir war so. Das funktioniert hier nicht. Ansonsten haben wir hier nichts, ne? Außer genau das. Weil Chemie ist durch. Dann waren die Aufzeichnungen einfach nur, um uns zu verarschen. Das gibt's ja nicht. Ach, cool, wie das hier einfach aufgehangen ist, ne? Witzig. Aber dann ist hier nichts. Da können wir weiter nach hinten gehen. Da waren wir nämlich noch nicht. Hier wird auf jeden Fall eine Rose. Was? Ein Cracker gefällig. Hier, Polly will einen Cracker. Du hast irgendwas Sinnloses fallen lassen. Eine Mutter. Okay, hier liegt ein loser Stein. Da ist eine Schleuder, da ist der Riemen gerissen. So ein Zufall. Okay. Das würde ich wahrscheinlich da kombinieren müssen, wo ich es brauche. Jetzt ist bloß die Frage, wo braucht man das? Als kleiner Bub wäre ich in den Baum hinaufgeklettert. Doch ohne eine Leiter. Alles klar, Leiter. Zack. Ach so. Kann jetzt. Einer der Stäbe fehlt. Vielleicht kann ich eine Schleuder hier platzieren. Schleuder. Riemen. Eine Mutter. Das wird ja mal interessanter. Ah, damit smashen wir jetzt die Scheibe ein. Also die Lampe, meine ich. Die Scheibe. Hallo? Ha, ich bin wieder was am Suchen. Warte mal, wir sind noch im Krempel rum. Oh mein Gott, liegt hier eine Menge Müll. Der Buchstabe P, ein Armband. Schraubenschlüssel. Vor allem, was hier alles rumliegt. Meine Güte, wer schmeißt hier so einen Krempel einfach hin? Eine Angel, dafür braucht man einen Fisch. Oh, okay. Warum auch nicht, ne? Schraubenschlüssel. Engel? Fahren. Sind hier Fahren? Nee, du bist Fahren. Wo wollen wir hinfahren? Eine Pfeife habe ich schon gesehen. Eine Schildkröte. Okay, wollen wir mal genauer hingucken. Nur weil die am Wasser ist, heißt das nicht alles da. Da ist er. Ein Ruder. Das heißt, wir müssen hier irgendwo noch was Interaktives haben. Oder auch nicht. Eigentlich ja doch. Ah, hier die Büsch wegkramen. Ah, da ist der Ruder. Guck mal. Eine Eidechse. Da. Das geht da relativ zügig gerade. Armband, Buchstabe P. Das hier ist ein Armband, ne? Du bist ein Armband eigentlich. Armband, Buchstabe P. Dann lass mal mit dem Armband erstmal ein Reiher. Er hier. Ein Clown. Der hier. Ich finde bestimmt das Armband, die Dinger jetzt fix. Dann können wir uns ein bisschen Zeit lassen, um nicht das Armband. Ist mir ein Armreif, aber ist in Ordnung, sag ich euch nicht. Wir haben einen Regenschirm gefunden. Dann kriegen wir bestimmt eine Rose, die wir rausnecken können. Ein Brecheisen. Okay, sehr gut.
Ist hier sonst noch irgendwas? Da steht noch. Okay. Hier ist eine Bank, da können wir. Der Haken könnte nützlich sein. Aber das ist kaputt. Ich denke nicht, dass es funktioniert. Ich denke nicht, dass es funktioniert. Ich denke nicht, dass es funktioniert. Okay. Da liegt irgendein Buddel drin. Glaskolben. Ich habe auch so einen Glaskolben, du. Mein lieber Julian, jeder Tag meines Lebens ist dunkler als der vorige und selbst die hellsten Strahlen der Sonne vermögen es nicht, mich aufzumuntern. Ich bin müde nicht nur von den Qualen meiner Krankheit, sondern von dem Mann, den ich dem grausamen Willen des Schicksals folgend meinen Gatten nennen muss. Meine Güte, ey. Randalls Herz ist so kalt wie Eis, es ist mir und meiner Krankheit gegenüber vollkommen gleichgültig. Er ist mir verdammt, obwohl er mehr als einmal Zeuge meiner Symptome wurde. Jeden Tag träume ich nur davon, dich zu sehen. In Liebe, deine Victorine. Victorine. War das alles? War das schon alles? Ja, aber hier noch ein Glotzen, da hängt so ein Ast, aber... Seil komme ich von hier aus nicht heran. Ich brauche etwas, womit ich daran ziehen kann. Ja, okay. Dann geht es immer weiter ans Anwesen. Da ist ein fälliger Hund. Da muss ich eine Katze vorwerfen. Irgendwas zum Knabbern. Ja, hier. Hau rein. Hier drüben ist auf jeden Fall eine Rose, die wir absnacken. Wir haben bald alle Rosen, ne? Wir sind bald durch. Offiziell dann. Ich brauche etwas, um den Hund ruhig zu stellen. In der Apotheke muss ich eine Art... Rungsmittel geben. Ihm einfach... Achso, stimmt, damit kann ich das herstellen. Ich kann einfach mit Brechessen überziehen. Das finde ich viel lustiger. Natürlich nicht, was macht man nicht, aber lustig wird schon. So, okay, hier glitzert es wieder, das heißt, wir können hier wieder was absnacken. Haben wir noch ein bisschen Zeit zum Snacken? Ich muss auch gleich mal nach meinen Kartoffeln gucken. So, wir brauchen hier ein Blatt. Ich nehme an, alles da, das ist ein Blatt. Der Abakus, der ist belegt mit irgendwelchem. Wir nehmen jetzt nicht bloß ein paar Mummeln runter von dem. Von mir aus. Medaille haben wir gerade hier gesehen. Tabakpfeife ist dieses Riesenteil. Ist es nicht, weil der Blasrohr. Ah, hier kriegt der Blasrohr her. Damit kann ich den ruhig stellen. Coole Sache. Kommen wir schon mal ein Stück weiter. Also, wir haben eine Tabakpfeife. Dann haben wir noch ein Schloss. Die da sind komische, die verschließt irgendwas. Da oben ist es. Briefe. Briefe heißt, es ist ein ganzer Stapel von dem Mist. Die Tabakpfeife, Briefe, eine Maske, die habe ich auch schon gesehen, eine Lupe. Ich möchte meinen, sie gesehen zu haben. Haben wir nicht, aber hier ist er. Ein Schiff. Ein ganzes Schiff steht hier. Nur wo? Anhänger, das hier. Nee, halt, das ist kein Anhänger, das ist Blödsinn, das ist eine Uhr. Ein Anhängerle. Das hier nicht. Das ist auch eine Uhr. Das ist eine Uhr. Oder ein Kompass so her. Kompatz. Ein Drache. Den habe ich schon gesehen. Zup. Achten wir mal ein bisschen auf den Hintergrund. Weil es muss ja nicht sein, dass alles hier vorne liegt, sondern es kann ja auch sein, dass das hier hinten irgendwo ist. Oder hier so drunter. Oder hier hinten in der Ecke. Oder da sind die Briefe. Zwei Sachen noch, ein Schiff und ein Anhänger. Wenn das nicht der Anhänger ist. Hä? Ich hab doch schon drauf geklickt. Komm, dann mach mal mit dem Tipp das Schiff. Das hat mir fast gedacht. Ich hab das nämlich gesehen, wo ich drauf geklickt habe. Easy. Wollen ja auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Dann wollen wir hier auf jeden Fall noch unser Blasrohr fertig machen. Ins Blasrohr mit dir. Blasrohr absnacken. So, zurück. Köter beseitigen. Dann müssten wir hier jetzt alles haben. Blasrohr, flop. Man sieht sich. Ja, der Hund schläft, dann kann passieren. Alles klar. Dann können wir hier glotzen, da können wir noch ein bisschen wühlen. Im Dreck. Oh Gott, hat hier alles rumliegt. Wer hat denn da so viel Dreck reingeschmissen? Alter, okay. Okay, also hier ist irgendwas Interaktives. Eine Hacke. Muss ich irgendwo benutzen, ich weiß bloß noch nicht wo. Ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwie die Viecher runterjagen muss. Mit der Hacke vielleicht? Ab hier, Luffy. Okay, nicht. Alles klar. Wir haben zufällig irgendwas angeklickt. Herz. Eine Schleife da.
Jagdhorn, eine Hantel, Gewichte. Da haben wir die Jagdtröte. Eine Mohnblume. Wie sieht denn eine Mohnblume aus? Eine Aubergine. Alter, sind wir hier im Kräutergarten oder sowas? Da liegt die Aubergine. Eine Hantel und eine Pfeife. Warte mal, die Pfeife habe ich gesehen. Aber wo war jetzt die Pfeife? Oh, ich habe sie gesehen. Da hab ich mir gedacht, naja, nochmal eine Pfeife. Hier. Nee, halt, das ist keine Pfeife. Das ist ein Rohr. Oh, dann habe ich ein Rohr gesehen. Naja, kommt ja vor. Kommt vor, es ist ein Rohr. Da sind die Gewichte. So. Eine Pfeife, Hanteln. Kann mal random rumklicken hier. Ups, ja. Durchgedrückt. Apfel. Den habe ich gesehen, genau. Bam. Hantel. Problem ist, ich stelle mir die Hantel wahrscheinlich ganz anders vor, als sie eigentlich aussehen wird. Hantel. Hantel, Hantel, Hantel. Hantel, mein Mantel. Hier oben ist noch auf jeden Fall. Da kann ich noch mal irgendwas schaufeln. Kann ich nicht? Warum ist das denn da drin? Das ist aber eins von den interaktiven Dingen. Das war die Hantel. Oh, okay. Aber. Ist das nicht, dass ich da drin rumschaufel? Nee, ist das, dass ich. Warte mal, das kann ich vielleicht. Nee, das sind Wurzeln. Wo kann ich denn das benutzen, bitte? Ich habe keine Ahnung, weil ich weiß nicht, wie das funktioniert hier bei dem. Das muss ja irgendwas sein. Also, ich suche ein Medaillon und ein Ei. Warte mal, kann ich das. Ja, das. Okay, das ist so Vogelfutter. Okay, das macht Sinn. Ich beeil dich da mal ein bisschen, ich will das Ei. So, aber das Ding. Das muss ich ja irgendwo benutzen. Suchen dann Medaillon. Wo könnten hier ein Medaillon drunter sein? Versteckt sein, dass wir sagen können, okay, wir benutzen das denn dort. Knifflig. Die Mohnblume fehlt ja auch noch. Ich weiß nicht, was eine Mohnblume ist, um ehrlich zu sein. Ich kenne zwar Mohn auf irgendwelchen Brötchen, aber das ist eklig. Ah, das ist die Mohnblume, alles klar. Schriftzeichen. Da, Schriftzeichen. Die Pfeife und dieses Ding hier fehlt bloß noch. Wenn ich die Pfeife finde, kann ich das lösen einfach. Das ist diesmal nicht leicht, siehst du? Ich wüsste auch nicht, wo hier ein Medaillon liegen könnte. Das hier könnte sowas sein, aber. Ich weiß nicht. Wenn ich die Pfeife, wie gesagt, finde, kann ich das andere auflösen. Und die Frage ist, wo ist hier eine Pfeife? Mangelt dem ganzen Schrott, der hier liegt. Da ist der Medaillon, warte mal. Ah, guck mal. Den Medaillon gefunden. Dann machen wir Medaillon. Und die Pfeife suchen wir damit. Oh Gott, da bin ich gar nicht gekommen. Ich dachte, das gehört irgendwie zusammen, dass das so ein Kopfschmuck ist. Oh Gott. Uhrengewichte, das heißt, wir müssen irgendwo eine Uhr reparieren. Kriegen wir hin? Kriegen wir nicht hin? Der Riegel ist im Weg, das heißt, innen drin oder was? Minutenzeiger aufgehoben, okay. Der Stundenzeiger ist verrostet. Aufhauen. Uhrengewichte. Wieder einbauen. Oh. Also man kann hier. Man kann das immer noch benutzen. Das heißt, irgendwas muss damit noch sein. Stundenzeiger ist verrostet. Glaskolben ist nicht drin. Vielleicht kann ich. Kann ich mal kurz was gucken? Weil wir da hier sind. Ne, den Chemiebaukasten kann ich da dann nicht mehr benutzen. Das heißt, wir können. Hier nicht mehr machen. Okay, hätte ja sein können, dass man die Glaskolben wieder mit irgendwas füllen kann. So, hier ist jetzt im Endeffekt Ditte. Das lässt sich nicht, weil das nicht reparierbar ist. Das ist natürlich nicht Ditte. Blödsinn, wie gesagt, das geht auch nicht. Das ist ein Brecheisen. Der Regenschirm, was macht man denn mit dem? Der ist auch besser kaputt, ne? Aber so hinlegen geht nicht. Okay, okay. Das geht nicht. Das haben wir. Der Rest ist ausgelutscht. Da müssen wir also ohne irgendwas finden. Um das zu reparieren. Hier hinten kommen wir damit ran. Oh, cool. Wer hätte es gedacht? Ein Seil.
Glaube nicht, dass wir das doch mit dem Seil kombinieren. Das ist eine gute Idee. Etwas Langes um den Griff. Bei Stange? Nicht? Minutenzeiger, aber das ist ein bisschen winzig, wa? Den kann ich hier nicht einfach so hinpacken in den Shit. Okay, auch nicht. Guck mal, wie er da pennt. Also mehr Optionen haben wir ja nicht mehr, ne? Von den Handschuhen war schon ewig dabei. Ach so, das stand da unten, gar nicht gesehen. Oh, verdammt. Rohe Wald, auf die Kiste. Und was da drin ist, das sehen wir nächste Folge. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr ja mal gerne mal ein Like schmeißen. Könnt auch gerne mich abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu findet und so. Und ja, wie schnell habt ihr die Sachen gefunden teilweise? Das würde mich mal interessieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.